Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Pia Tillmann und Zico, die beide nochmal in ihrem Livestream ein wenig über das Sommerhaus plaudern und über ihre Sicht der Dinge, was in Folge 6 bei dieser Eskalation passiert ist. Und ich denke, das ist für euch sehr interessant. Wenn ihr generell am Sommerhaus interessiert seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich gebe mir große Mühe, alle Statements für euch aufzunehmen und ja, ein wenig zu kommentieren und auch mit euch drüber zu sprechen, was da alles so passiert ist. Und gerade die beiden finde ich sehr sympathisch. Also sind so meine Favoriten mit Justine und Arben, würde ich sagen, gönnt man den beiden Pärchen das auf jeden Fall am meisten. Und die haben auf jeden Fall auch nochmal eine reflektierte Meinung zu dem Ganzen und sehen dort auch nochmal so ein paar Sachen vielleicht anders, als wir jetzt, die das jetzt nur rein vom TV gesehen haben, weil sie natürlich live dabei waren. Und von daher denke ich, ist es jetzt nochmal ganz spannend, euch einen Auszug zu zeigen. Ich werde als Credits natürlich die beiden oder Pias Account einfach, das reicht ja, wenn man einer verlinkt, verlinken, damit ihr dann dort auch nochmal euch den kompletten Talk anschauen könnt. Es geht da wirklich ellenlang, aber ich zeige euch jetzt hier mal so eine kleine Passage von 20 Minuten, wo ihr dann eigentlich so das Gröbste drin habt, wo ja auch über den Vorfall zwischen Jan und Gigi gesprochen wird. Natürlich wird sich da auch nochmal distanziert von den beiden, was ich auch gut finde, dass natürlich Gewalt keine Lösung ist. Sie sagen aber auch, so schlimm war das am Ende, ja, im Großen und Ganzen jetzt auch nicht, dass das jetzt ein krasser Schlag war, sondern Angriff von Gigis Seite aus, der Unglücklichkeit Valentina erwischt hat. Ihr seht hier gerade schon die Bewegung, dass das alles so ein bisschen doof war und natürlich auch sowas too much ist, das braucht man nicht großartig kommentieren, aber ich finde es trotzdem nochmal ganz wichtig, dass da auch nochmal so gesagt wird, wie man das ungefähr einzuschätzen hat, die Situation. War es jetzt wirklich so bedrohlich, wie es im Fernsehen wirkte, oder war es jetzt vielleicht doch nicht ganz so wild? Und von daher möchte ich euch das jetzt hier auch wirklich hier komplett zeigen und danach noch mein Fazit mit euch einsprechen. Grundsätzlich, wie gesagt, gönne ich den beiden ein sehr weites Kommen dort. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich weiß bis heute immer noch nicht, wer gewonnen hat und habe mich nicht spoilern lassen. Und bitte, wenn ihr das jetzt unten reinschreibt, bitte nicht spoilern. Ja, nicht, hört auf, brecht ab, löscht es wieder. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, beziehungsweise nicht wissen. Ja, wir haben es alle noch nicht gesehen, aber noch nicht wissen. Ansonsten zeige ich euch jetzt erstmal den Talk, der es in sich hat, der Livestream. Und da gehen die halt auf gute Fragen ein und zeigen sich auch selbstkritisch und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Hallo. So, ein bisschen verspätet. Entschuldigung, es ist 10 nach, aber... Servus, hi. Zico ist eben gerade zum Sport wiedergekommen und Henry ist auch noch nicht so lange im Bett, weil der total aufgeregt ist, weil er morgen Geburtstag hat und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber wir wollten uns jetzt nicht davor drücken, weil wir euch vorgestern gesagt haben, dass wir gestern oder heute live gehen und ein paar Takte sagen zu Folge Nummer 6. Also alle, die Folge Nummer 6 noch nicht gesehen haben, am besten... nicht zugucken, wenn ihr keinen Spoiler haben wollt. Wobei da irgendwie dem ganzen Spoiler technisch aus dem Weg zu gehen ist, glaube ich, jetzt auch was die Medien betrifft und sowas eh relativ schwierig. Von daher, guten Appetit erstmal. Dankeschön. Sorry, ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Ich komme gerade vom Sport und muss noch hier so ein bisschen kleine Lachsschnitte verdrücken. Bin aber jetzt fertig. So. Was isst du? Lachsschnitte war es, hast du ja schon... Lachs mit Avocado und Eiweißbrot. So, Marie und Tammo sind auch am Start. Moin, hi. Hallöchen. Grüße nach München. Ja, vielleicht können wir gleich auch nochmal zusammen ein bisschen was sagen. Das wäre ja auch gar nicht so doof. Mhm. Aber wir fangen erstmal an zu Folge 6 mit dem, was wir so an Meinungen dazu haben. Ein bisschen was haben wir jetzt vorgestern auch schon direkt nach dem Gucken gesagt. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Fragen, beziehungsweise ich glaube, in erster Linie, ich glaube, das größte Thema der Woche war ja die Aktion von Gigi und C. Und WC, sagen die WC, anderen. WC, stimmt. Und beiden. Und genau, da gibt es auf jeden Fall eine Sache von uns zu sagen. Unsererseits, wir haben das ja in der Story vorgestern war's. Mhm. Schon mal gesagt, dass es in unseren Augen
ich habe ja selber nochmal gesagt Schlag, aber es war kein wirklicher Schlag. Wenn du es so nimmst, war es vielleicht eine Handgreiflichkeit, weil er halt handgreiflich geworden ist. Aber es hat kein Schlag stattgefunden, sondern es wurde lediglich das Gesicht von Jan genommen, weil Jan halt auch Kopf an Kopf mit Gigi war und Gigi wollte lediglich das Gesicht von Jan wegdrücken. Und dabei hat Valentina, was nicht cool ist, die Hand von Gigi leider abbekommen. Und wir haben auch in der Story schon gesagt, dass wir das aufs Tiefste verurteilen. Generell, egal welche Handgreiflichkeiten, das ist nicht in Ordnung. Aber trotzdem klarstellen wollen und auch wollten, dass es kein aktiver Schlag war. Auch wenn das, was stattgefunden hat, in unseren Augen trotzdem nicht in Ordnung war. Das sagt Gigi ja auch selber. Also ja. Da braucht sich auch keiner irgendwie was vormachen. Es war definitiv in dem Punkt von Gigi einfach eine Situation, wo er sich selber und seinen Impuls nicht unter Kontrolle hatte, was generell einfach auch nicht stattfinden darf. Dem ist er sich auch bewusst. Aber die Vorwürfe, die im Vorfeld im Raum standen, die Diagnosen, die da im Internet kursiert haben mit, ich weiß gar nicht, Amnesie habe ich irgendwie. Ich habe immer nur so beiläufig irgendwelche Sachen mitgekriegt oder sowas. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie bewusstlos bin oder so, dann setze ich mich danach nicht noch ans Lagerfeuer und sage, dass ich dafür sorge, dass von irgendwem eine Karriere beendet ist oder feier da irgendwie alles, was da passiert ist. Also tut mir leid, wenn ich so traumatisiert bin von einer Situation, die da stattgefunden hat, dann bin ich danach traumatisiert und setze mich nicht noch dahin und schmiede Pläne, wie man die Karriere einer Person irgendwie beenden kann oder dass man das gerade irgendwie verschuldet hat. Oder es gab ja auch so ein paar Sachen in unsere Richtung und letztendlich diejenigen, die es gesehen haben, sollten auch gesehen haben, dass Alex als auch ich in dem Streit dazwischen gegangen sind. Und hätten wir das geduldet oder hätten wir das gewollt, dass es da zu irgendwelchen Handgreiflichkeiten kommt, egal ob man jetzt schubst, die beiden mag oder ob man die beiden nicht mag, das ist ganz egal, war niemals von irgendwen gewollt, dass es so weit kommt, dass da irgendwelche Handgreiflichkeiten stattfinden. Und das war letztendlich auch der Grund, warum wir in der Aktion dazwischen gegangen sind. Du bist ja letztendlich auch noch da gewesen. Man hat das natürlich im TV nicht alles gesehen. Ja, ich habe danach, nachdem das passiert ist und ihr dann auch Gigi zurückgehalten habt, habe ich mir Gigi direkt geschnappt, bin mit denen nach hinten im Garten und habe auf den eingeredet, was bei ihm nicht stimmt und dass der gerade echt Scheiße gebaut hat und so. Dass das natürlich nicht cool war und das war auch ihm direkt bewusst. Ich glaube, er hat sich selber am meisten über sich geärgert in dem Moment auch, dass er sich so hart aus der Reserve locken lassen. Also brauchen wir uns nichts vormachen, aber generell war es für uns alle, auch wenn man jetzt mal die Situation ausklammert, total schade, dass Dana und Gigi das Haus verlassen mussten, weil eigentlich eine ganz gute Stimmung war. Weil eigentlich eine ganz gute Stimmung war in der Zeit, wo die da waren. Und man hat auch in den beiden Folgen, wo man die beiden im Haus gesehen hat, gar nicht alles gesehen. Also am ersten Abend, wir hatten echt einen coolen Abend mit denen. Wir haben echt auch gut gefeiert. Gigi hat extrem gut gefeiert am ersten Abend. Also das war war eigentlich ziemlich lustig und dementsprechend war es eher für alle Beteiligten, die da bis auf zwei Personen, glaube ich, oder drei sind der ist ein Dreiergespann, jetzt habe ich mitgekriegt, war es eigentlich eher schade, dass die beiden gehen mussten. Aber es war natürlich auch eine logische Konsequenz und dass die Produktion da irgendwie durchgreifen musste und sagen musste, passt auf, bis hierhin und nicht weiter, das war vollkommen klar. Da kam gerade, glaube ich, hier die Frage auf, ob es gelenkt wurde von uns als Teilnehmer, dass die beiden gehen mussten. Also nicht Jan und oder nicht Dana und Jan, sondern Dana und Gigi. Tut mir leid, Dana. Ich weiß nicht, ob du das erzählen willst. Ja, was heißt, das wurde von uns gelenkt? Also erstens sind wir zwei Teilnehmer von insgesamt 16 gewesen, die da am Anfang in diesem Haus drin waren. Und die Produktion hat natürlich auch ihre Produktionsabläufe und hat dann natürlich auch ihre
Einstellung zu Dingen, dass Dana und Gigi gehen mussten. Das war eine logische Konsequenz, das habe ich gerade schon gesagt. Und ich denke, das wissen die beiden auch. Und da stehen die auch vollkommen zu, dass es auch gerechtfertigt war in dem Fall, die Entscheidung der Produktion. Was in unseren Augen aber nicht gerechtfertigt war, war, dass von dieser Eskalationssituation nur zwei Leute gehen müssen. Weil auch von anderer Seite in unseren Augen extreme Provokation stattgefunden hat. Erstmal in dieser Eskalation selber, als auch natürlich auch bevor Dana und Gigi im Haus waren im Vorfeld. Also das hat man ja immer wieder gesehen. Und das war immer wieder Terror und das war immer wieder irgendwie auch Stress. Und das habe ich auch vorgestern in der Story schon gesagt, die Sequenzen, die teilweise da gezeigt wurden, das waren ja wirklich nur die Highlights. Also das war ja nicht mal im Ansatz das, was da teilweise stattgefunden hat. In den ersten Tagen ist diese weibliche Person des Gespanns so heftig ausfallend auch zum Beispiel einer Justine gegenüber geworden. Und immer wieder diese Lächerlichkeiten mit du bist ja nur die Ex von oder zu Alex, du Fremdgeher oder zu Vanessa, du Verführerin, wo ich mir denke, das ist halt wirklich wie so eine Schallplatte gewesen, die einen Sprung hatte. Also da kam ja wirklich auch nichts ansatzweise Kreatives an Beleidigungen, was irgendwie so ein Ding gewesen wäre, habe ich letztens auch schon in einer Story gesagt, wo man sich denkt, ach, das ist aber mal was Neues. Also man konnte eigentlich sich den Wecker danach stellen. Also die Wachteleier, das war was Neues. Das hat sie vorher noch nicht zu dir gesagt. Aber es kam ja auch dann im Nachhinein, was ich sehr amüsant fand zu sehen, nicht mal von ihr selber, sondern da hat sie sich ja mit ihrem Souffleur zusammengesetzt im Vorfeld und musste da irgendwie erstmal sich ihre Rede im Kopf zusammenspinnen. Also was sie definitiv kann, ist immer wieder eine Riesenszene machen aus Kleinigkeiten. Wobei ich auch sagen muss, ich fände es schlimm, wenn die so groß wären wie Hühnereier, oder? Das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So zwei fette Hühnereier. So Straußeneier noch, da würde ich aber zum Arzt gehen, stimmt. Ja, ich glaube auch, ja. Ich glaube, dann funktioniert die Beziehung nicht so. Oh, I. Ei. Ja, aber. Deswegen bin ich ein bisschen mit Wachteleiern. Ja, na gut. Ist okay. Oder? Ist okay. Aber es ist doch auch eigentlich eine Delikatesse. Ja. Egal. Ja. Nochmal zu der Handgreiflichkeit. Ach so, wieso rechtfertigen alle, was passiert ist? Da wollte ich gerade drauf hinaus, ja. Und das kommt sehr oft, diese Frage, warum wir das alle rechtfertigen. Nein, wir rechtfertigen das nicht. Wir rechtfertigen nicht das, was passiert ist, nicht das, was Gigi gemacht hat, das, was die anderen beiden gemacht haben, sowieso nicht. Wir sagen lediglich, dass was passiert ist, und wir sagen halt, dass es kein aktiver Schlag war, dass es aber trotzdem nicht in Ordnung war. Und damit rechtfertigen wir das nicht, sondern stellen uns trotzdem dahin und sagen, hey, das war nicht cool. Und wenn wir das rechtfertigen würden oder gut gefunden hätten, und das habe ich gerade auch schon gesagt, dann wären wir auch ganz bestimmt nicht dazwischen gegangen. Und rechtfertigen ist ja eher erklären. Ja, aber wir rechtfertigen das, was Gigi quasi getan hat. Ja, wir rechtfertigen uns in dem Fall, beziehungsweise als Rechtfertigung würde ich es jetzt auch nicht sehen, ich würde es als Erklärung sehen von uns, ja. Genau. Es ist einfach nur, wie wir die Situation wahrgenommen haben im Haus, wie wir das gesehen haben und letztendlich ist es genauso. Ich meine, es ging auch alles schnell. Am Ende des Tages haben wir selber darauf gewartet, was in der Ausstrahlung halt passiert, was gezeigt wird, wie es gezeigt wird, ob man das in dem schnellen Moment auch wirklich so gesehen hat, wie wir es gedacht haben. Und letztendlich hat sich alles genau so bestätigt. Also es ist genau so passiert mit dem Konflikt zwischen Gigi und Jan. Und da ist nicht mehr passiert, da sind danach nicht noch mehr Fäuste geflogen oder irgendwas anderes. Und letztendlich, was den Boykott betrifft der Gruppe, ich glaube schon, dass es so gewesen wäre, dass einige oder die meisten, wenn nicht sogar alle, es nicht mehr akzeptiert hätten, wenn Valentina und Jan dort weiter stattgefunden hätten. Und zu Recht auch. Und ich sehe das halt immer, wenn man das jetzt mit dem Fußball vergleicht, was man jetzt vielleicht nicht direkt vergleichen kann, aber auf dem Spielfeld hätten beide die rote Karte bekommen und deswegen ist es egal, was Valentina und Jan jetzt sagen, ob die es jetzt nicht gerechtfertigt finden,
ob jetzt wir als Gruppe gesagt haben, hey, dann haben wir da keinen Bock mehr drauf, es ist scheißegal. Ich glaube, das empfinden die meisten so, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt war, dass auch die beiden das Haus verlassen mussten. Vor allen Dingen war es ja nicht in dem Fall das erste Mal, dass es so krass eskaliert ist. Es sind auch Situationen, das habe ich auch vorgestern in meiner Story schon gesagt, im Vorfeld gewesen, von diesem Streit, den man gesehen hat zwischen Justine und ihr. Da wurden auch einige Sachen gar nicht reingeschnitten, weil eigentlich ist es noch viel, viel ekelhafter geworden. Es ist gegen Justine als Mutter gegangen, es ist gegen das Kind gegangen und so, wo ich mir dann auch denke, so ey, sorry, mal eben ganz kurz, aber warum kannst du denn nicht, wenn du irgendwen scheiße findest, denjenigen so schlagen, dass du mit ihm auf einer niveauvollen Ebene diskutierst, ohne die Sachen irgendwie damit reinzubringen, wo du genau weißt, das triggert diese Person und die könnte eventuell die Beherrschung über sich verlieren. Das war ja immer wieder in jeder Hinsicht Angriffe. Was ist das denn, Alter? Mundgeruch ist beim Vorspiel sehr angenehm. Ja. Kommentar der hier. Sorry für den. Wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Jetzt war ich, bin ich komplett ja, ich kann das verstehen. Ich weiß auch nicht, wo du warst. Ich habe dir nicht zugehört. Weil ich kann nicht lesen und du kannst zuhören gar nichts gleichzeitig. Nee. Aber das ist ja letzten Endes geht's ja immer irgendwie wirklich dann so krass unter die Gürtellinie. Da war ich, wo du halt genau, oder wo sie halt genau weiß, damit treffe ich den anderen. In deinem Fall hat sie gedacht, sie greift dich eventuell mit dieser Männlichkeitsgeschichte an, hat schade leider nicht so ganz funktioniert. Hat das interessiert mich auch. Mich am Ende auch eher belastet, dieser ganze Disput, als dich. Und was man zum Beispiel auch nicht gesehen hat, wir haben ja die ersten Tage auch mit Valentina und Jan in einem Zimmer geschlafen. Erstmal, das möchte ich mal eben ganz kurz auch dazu sagen, zu dieser Bettengeschichte. Ah ja, wichtig, die ganz waren wichtig. Die waren die Ersten, die hinten in diesem Raum, in dem Durchgangszimmer waren und das schmalste Bett für sich beansprucht haben und gesagt haben, wir möchten hier schlafen. Also, nee, warte, wir doch. Wissen das. Ja, ja, aber es war so. Wir sind, als Pia und ich, als Vorletzte eingezogen sind. Wir wussten tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass noch ein Paar einzieht. Da sind ja danach noch Edith und Erik dazugekommen. Ja. Das muss man halt der Gruppe auch anerkennen. Die haben tatsächlich zumindest wissend oder soweit sie wussten, dann so gehandelt, pass auf, wir machen oder wir suchen die Betten erst aus, wenn alle komplett sind. So, was wir auf jeden Fall cool fanden, dass sie da gewartet haben. Am Ende des Tages haben wir uns ein bisschen geärgert, weil dann Edith und Erik noch dazu kamen und wir dann dachten so, oh fuck, hätten wir doch noch warten können. Aber ja, wir waren halt unwissend. Und da sind wir in den letzten Raum reingegangen und es war der sehnlichste Wunsch von Valentina und Jan, in diesem Einzelbett zu schlafen. In diesem kleinen Bett zu und, zweit. Und dann war von uns, und ich weiß nicht, ob da noch irgendwer anders war, aber wir haben den von Anfang an angeboten und haben denen gesagt, ey, pass auf, ist okay, aber wenn ihr mal wechseln wollt, dann sagt uns Bescheid. So, ihr müsst nicht die ganze Zeit in diesem kleinen Bett schlafen. So, nee, wir wollen kein großes Bett. Wir kommen super mit dem kleinen Bett klar. Witzig, habe ich schon ganz vergessen, wie das passiert ist. Mhm. Und am Ende des Tages, als dann Claudia und Max ausgezogen sind, war halt hinten bei Justin und Abend das Zimmer frei, beziehungsweise das Bett frei. Und wir haben halt gedacht, komm, wir verstehen uns halt sehr gut mit den beiden. Die wollten selber auch gar nicht auf das Bett, die wollten auf diesem Sofa liegen bleiben. Genau, und dann haben wir halt gesagt, gut, dann müssen wir ja nicht weiterhin mit den anderen beiden das Zimmer teilen und wechseln rüber. Und wir haben aber vorher auch alle anderen gefragt, ob es okay ist, wenn wir da hingehen und sowas. Also das war jetzt nicht so, dass wir uns das einfach irgendwie für uns beschlossen haben. Und dann sind Erik und Edith in unser Bett und Valentina und Jan sind in ihrem Bett liegen geblieben. Und diese Situation... Und es war ernsthaft... Danach der Tag, glaube ich, oder zwei Tage später, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube, es war der Tag danach, wo Dana und Gigi dann ins Haus eingezogen sind. Es gab wohl schon vorher einen kleinen Disput zwischen Gigi und Valentina und Dana, wovon ich jetzt gar nicht so genau weiß und ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte Valentina anscheinend ein sehr, sehr großes Problem damit, weil natürlich in dem Zimmer dann das einzige Bett war, was frei war natürlich, weil wir dann umgezogen sind und Claudia und Max weg waren.
blieb dir nichts anderes übrig, als bei Gian und Valentina in das Zimmer zu ziehen. Hatte Valentina ein riesengroßes Problem damit, mit Gigi und mit Dana in einem Raum zu pennen. Und das war das eigentliche Problem. Es war nicht das Problem, dass das Bett zu klein war, weil die das von Anfang an wollten und die ganze Zeit auch nicht da raus wollten, sondern das Problem war tatsächlich das, dass die keinen Bock hatten, mit Gigi und Dana in einem Zimmer zu pennen. Und vor allen Dingen, die hätten ja, Erik und Edith sind ja frühs ausgezogen, nachdem die dieses Duell hatten mit Alex und Vanessa. Und danach hätten die ja schon sich das größere Bett nehmen können, weil die ja das einzige Paar waren, was hinten in diesem Raum geschlafen hat. Es wäre frei gewesen. Am Ende war es dann plötzlich das Durchgangszimmer. Wir hatten da die ganze Zeit kein Problem mit, weil nachts haben alle gepennt, da ist keiner durchgegangen, da ist nie irgendwas gewesen. Also ich will jetzt vom Zimmer her sagen, ob ich jetzt da vorne penne, wo alle am Eingang vorbeigehen oder am hinten, wo oder ganz hinten, wo halt alle. Letztendlich sind alle Zimmer Durchgangszimmer im Sommerhaus. Also würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich scheißegal, in welchem Zimmer du pennst. Es ist alles nicht irgendwie geil, es ist alles nicht irgendwie schön. Und wir haben uns, speziell ich habe mich dann getriggert gefühlt, weil ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wir haben hier keinen Bock. Weißt du, man zieht da ein, zieht dann nochmal um und muss dann irgendwie einen Tag oder zwei Tage später, weil Madame halt sagt, wir haben jetzt Bock in euer Bett zu gehen, in euer Zimmer und ihr geht jetzt da raus. Also das war ein Ding, das habe ich überhaupt nicht eingesehen. Vor allen Dingen war der Tag vorher noch die Beleidigung dir gegenüber. Ja, ja, und ich hätte es nicht gemacht. Das Bett hätte, das hätte ein Betonklotz sein können. Ich hätte das Zimmer nicht gewechselt. Wir haben es letztendlich gewechselt. Pia, jetzt bist du da. Ja, das war auch mein Wunsch tatsächlich, weil ich in einem anderen Bett besser geschlafen habe. Im Vorfeld, ich habe Zico total verstanden und das hatte auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie denen zuliebe nachgeben wollte oder so. Und ich habe es Pia noch gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn du es schaffst, lass uns da bleiben. Das ist mir scheißegal. Ich mache es aus Trotz nicht. Einfach nur, weil ich mir von ihr nicht sagen lassen will, hey, du hast jetzt das Bett zu wechseln. Und ich weiß gar nicht, ob es ausgestrahlt wurde. Hinten dran kam noch, ansonsten, keine Ahnung, irgendwas mit den Koffer persönlich. Achso, sie trägt sonst unsere Koffer persönlich raus, hat sie noch gesagt. Und da habe ich noch zu Can gesagt, ich so, das will ich sehen, wie ihr an meinen Koffer geht. Das war auf jeden Fall die Situation. Das hätte ich allerdings auch gerne gesehen. Und ja, letztendlich haben wir dann das Zimmer gewechselt, weil Pia halt gesagt hat, sie hätte in dem anderen Zimmer besser geschlafen und dann. Weil da auch frische Luft war. Du hattest da ein Fenster und so in diesem kleinen Kabuff, da hattest du ja wirklich echt gar keinen Durchzug und gar nichts. Das eine Fenster, wo Pia reingefallen ist. Ich fand es als Fazit nochmal sehr gut, dass die beiden dazu was gesagt haben, uns nochmal so einen anderen Einblick geben, was jetzt bei dieser Eskalationphase war, wie bedrohlich war die Situation, wie war generell, ja, das ganze Zusammenleben dort, wie war die Vorgeschichte, was wurde genau gesagt. Und wie gesagt, es wurde jetzt mehrfach bestätigt, dass auch Justine und ihre Tochter dort reingezogen wurde und Justine hat sich dazu entschieden, das nicht genau erzählen zu wollen, um auch die Tochter zu schützen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Aber das zeigt halt auch nochmal, wie weit dann diese psychische Gewalt ging. Und das ist natürlich genauso zu verurteilen wie ein körperlicher Angriff. Beides ist absolut schrecklich und too much und beides sollte auch noch härter bestraft werden und wurde ja im Endeffekt dann auch bestraft, dass beide von RTL rausgeworfen wurden. Auch wenn das natürlich mit Valentina eher auf Druck der Kandidaten passiert ist. Und von daher, man vielleicht bei RTL sich auch ein bisschen Gedanken machen sollte, wen man da so in die Show einlädt und wen nicht. Andererseits wäre es ohne Valentina auch sehr, sehr langweilig gewesen, sonst hätten wir ja den ganzen Tratsch und den ganzen Drama hier nicht. Und ich fand es bislang sehr unterhaltsam und wenn ihr es genauso unterhaltsam empfunden habt, bis zum Ende geschaut habt, dann ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, folgt mir gerne überall und schickt mir gerne noch bei Instagram dann Sachen zu. Wer hat noch was gesagt? Wo gibt es vielleicht noch mal Äußerungen, die spannend sind? Und schickt mir dann bitte alles zu. Bis dann und ciao, ciao.